Am Montag, den 30. August, traten die Jugendlichen des Vikariats St. Jakobus auf der Bühne des Zentrums Notre Dame in Jerusalem auf. Mit Theater, Musik und Tanz inszenierten sie ein Musical auf Englisch und Hebräisch, das die Geschichte der biblischen Figur der Moabiterin Ruth erzählt, die ihre Heimat verlässt, um ihre Schwiegermutter Naomi nach Bethlehem zu begleiten. Orpa, you don't get it. This family is different. Their God is different. An dem musikalischen Abend nahmen auch der lateinische Patriarch von Jerusalem, Erzbischof Pier Battista Pizzaballa, sowie verschiedene Ordensleute aus der jüdischen Pastoral und der christlichen Gemeinde und vor allem Familienmitglieder und Freunde der Jugendlichen teil. Was Sie gleich sehen werden, ist die Geschichte von Ruth, einer Migrantin, die in einem Land ankommt, in dem sie fremd ist und doch ihren Weg findet, dank der Hilfe der Einheimischen und weil Gott sich ihrer annimmt. Das ist die Botschaft, an der wir hier arbeiten und die wir in die Welt senden wollten, dass Gott treu ist und dass seine Verheißungen ewig gelten. Er wird sich immer um uns kümmern. Aber auch die Hilfe von Menschen kann ein entscheidender Faktor sein, um einen Platz in der Gesellschaft zu finden. Das Vikariat St. Jakobus kümmert sich um alle hebräischsprachigen Katholiken in verschiedenen Städten Israels. Unsere pastorale Arbeit mit ihnen ist nicht einfach, aber die Freude ist groß. Ich bin so glücklich. Ich danke Gott und all den Menschen, die uns geholfen haben und dafür, dass ich die Möglichkeit hatte, an diesem Projekt teilzunehmen.